Endlich wissen wir mehr. Es wurden massenhaft Infos zur neuen The Sims 4 Erweiterung, welche zu vermieten heißt, geleakt. Im letzten Video habe ich euch ja bereits das nächste Erweiterungspack, welches auf Instant Gaming geleakt wurde, vorgestellt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde jetzt aber noch viel mehr geleakt. Endlich kennen wir den offiziellen Titel, Ankündigungs- und Release-Zeitpunkt sowie das offizielle Cover. Der Simmer Anadius konnte von den Origin-Servern auch die Beschreibung extrahieren. Bring die Nachbarschaft zusammen und lass deine Sims als Mieter oder Eigentümer Erfahrung mit Mehrfamiliengrundstücken sammeln. Deine Sims können nun mehrere Mietwohnhausgrundstücke besitzen und verwalten oder in ein Haus ziehen, in dem sie ihren Nachbarn näher sind als je zuvor. Von Mitbringbuffets bis hin zum Rauswurf. In der lebendigen neuen Welt kannst du eine Menge erleben. Neue Mietwohnhausgrundstücke bieten dir die Möglichkeit, mit Mehrfamilienhäusern kreativ zu werden. Lass deine Sims eine Souterrain-Wohnung vermieten, erstelle ein Doppelhaus, in dem zwei Familien nebeneinander wohnen können, oder baue sogar Apartments. Deine Sims können zwischen ihren Mietern wohnen und ihr Eigentum aus der Nähe verwalten. Oder in einem separaten Wohnhaus leben und mit mehreren Immobilien Simoleons verdienen. Aber Achtung, wenn die Mieteinheitbewertung sinkt, kann es zu einer Mietrevolte kommen. Nähe kann Harmonie oder Drama mit sich bringen. Die Sims in den Mietwohnhäusern nehmen automatisch am Leben ihrer Nachbarn teil. Sie verabreden sich zu Mitbringbuffets, treffen sich im Garten oder in anderen Gemeinschaftsbereichen und haben viele Möglichkeiten, Geheimnisse aufzudecken, indem sie ihre Nachbarn belauschen, ausspionieren oder sogar bei ihnen einbrechen. Besuche den Botanischen Garten, hinterlasse ein Geschenk am Geisterhäuschen und entdecke ein Tierschutzgebiet. Einer der legendärsten Schauplätze, die Tomarang zu bieten hat, ist der Artenmarkt, auf dem deine Sims neue Gerichte und einzigartige Dinge entdecken können. Jetzt nochmal zu den wichtigsten Randinfos. Den ersten Trailer und die offizielle Ankündigung gibt es am 2. November. Das Pack erscheint dann am 7. Dezember. Auch diesmal gibt es wieder neue Vorbestellerinhalte, welche den digitalen Inhalt Abendmarktambiente mit einem Grillwagen, einem Sonnenschirm und einem Obstkorb beinhalten. Lassen wir uns mal überraschen, wie dann die ersten Bilder und der Ankündigungstrailer zum Pack aussehen werden. Bei Instant Gaming ist das Pack bereits gelistet, welches hier auch wieder deutlich günstiger als bei EA bereitstehen wird. Link in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.